Jedes Jahr gibt es schreckliche Fälle von Entführungen und manche von ihnen werden nie aufgeklärt. Aber es gibt auch Fälle, in denen die Polizei die Entführten findet. Wir zeigen euch zwei Geschichten, bei denen vermisste Menschen vor laufenden Kameras gefunden werden und realisieren, dass sie gerettet und sicher sind. Im Oktober 2023 wird die Polizei in Ohio zu einem Haus gerufen. Ein Zeuge hat eine Frau gesehen, die in einem sehr schlechten Zustand war und sich in einer Baracke aufhielt. Die Polizisten machen sich zunächst ein Bild von der Lage und sprechen mit einer Nachbarin, die ziemlich verstörende Dinge über die Baracke erzählt. You know he's in there for a fact? I know for a fact. Yeah. You can kick your door, you can kick it in. I swear to God, go ahead. Please. I don't know what's wrong with this girl. Oh, there's a girl in there with him? Yes. There's a girl in there, she's very small and slim. My husband said he didn't really get a good look at her. He's yelling at her. Die Frau ist sich sicher. In der Baracke sitzt eine entführte Frau. Und verantwortlich dafür ist ein Mann namens William Mozingo. Mozingo ist bereits polizeibekannt. Er hat zuvor schon dreimal im Gefängnis gesessen. Jedes Mal wegen Entführung. Ich glaube, ich erkenne da ein Muster. Erst wenige Monate zuvor ist er aus dem Knast entlassen worden. Die Polizisten umstellen die Baracke und treten schließlich die Tür ein. Sie nehmen Mozingo fest und machen dann eine Entdeckung, die auch für erfahrene Cops nur schwer zu verarbeiten ist. In einem versteckten Loch auf dem Dach sitzt eine völlig entstellte Frau. Ihre Augen sind so stark angeschwollen, dass sie kaum sehen kann. Es ist die 23-jährige Chloe Jones. William Mozingo hatte ihr 4 Tage zuvor angeboten, sie nach Hause zu fahren. Doch statt sie heimzufahren, entführte er sie, verschleppte sie in die Baracke und verprügelte sie 4 Tage lang mit einem Baseballschläger. Aber das ist nicht das Einzige, was er ihr angetan hat. Um sie vor einer Flucht zu bewahren, hat er Benzin über sie gekippt und ihr angedroht, sie anzuzünden, falls sie versuchen sollte, wegzurennen. Zudem drohte er ihr mehrfach an, ihr die Kehle aufzuschlitzen. Als Chloe Jones von den Polizisten gefunden wird, ist ihr die Angst, aber auch gleichzeitig die Erleichterung darüber anzusehen, dass sie endlich gefunden wurde. Mozingo wird kurz darauf angeklagt, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Entführung und Verstoßen gegen seine Bewährungsauflagen. Die Kaution für ihn wird auf $100.000 festgesetzt. Eine entführte und verletzte Frau in einer dunklen Garage zu finden, ist schlimm. Aber schaut euch erstmal den nächsten Fall an. Im August 2023 werden Polizisten zu einem Haus gerufen, weil sie Hinweise bekommen haben, dass sich dort eine gefangene Person aufhalten soll. Als die Ermittler eintreffen, sehen sie, dass der Eingang zum Haus komplett verbarrikadiert ist. Sie dringen schließlich durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein und finden Joanna Williams, die mit einer Kette am Hals an den Boden gekettet ist. Der Mann, der hinter dieser Tat steckt, ist der Ex-Freund der Frau. Moses May. Auslöser des Ganzen war ein Streit zwischen den beiden. Laut Polizei spielte sich die Geschichte so ab. Moses May zerrt Joanna ins Bad und schneidet ihr mit einer Machete die Haare ab. Dabei schlägt der 36-Jährige auf sie ein. Joanna schafft es aber trotzdem, die Flucht zu ergreifen. Später kehrt sie zurück, um ihre Sachen einzusammeln. May lässt sie nicht gehen und sperrt sie im Haus ein. Dabei legt er ihr ein Metallhalsband um, das er mit einem Schloss verriegelt und mit einer Kette am Boden befestigt. He said, you want to do this the hard way, you want to do it the easy way. So I want to do it the easy way. So I let him put the chain around my neck. Er verlässt das Haus und nimmt ihr Handy mit, damit sie niemanden alarmieren kann. Als er das Haus verlässt, sagt er, wenn ich zurück bin, werde ich dich töten. Dann verschwindet er und lässt Joanna allein. Sie weiß, dass sie nicht viel Zeit hat und reagiert schnell. Es gelingt ihr, ein Fenster einzuschlagen und um Hilfe zu schreien. Das ist ihre Rettung. Die Nachbarn alarmieren die Polizei, die schon bald das Haus umstellt. Aber die Cops kommen zunächst nicht ins Haus, weil alle Türen verbarrikadiert sind. Einer der Ermittler entdeckt dann ein offenes Fenster im Obergeschoss. Sie klettern über eine Leiter hoch und finden Joanna, die völlig aufgelöst und verängstigt wirkt. Moses May wird später angezeigt, unter anderem wegen Kidnapping, mutwilliger Gefährdung und Körperverletzung. Moses May und Joanna Wilson hatten übrigens auch ein gemeinsames Kind. Dieses musste sich zum Glück nicht mit ansehen, was sein Vater seiner Mutter angetan hat. Aber manche Kinder müssen mit ihren Rabeneltern wirklich schlimme Dinge durchstehen. 3 haarsträubende Beispiele haben wir für euch in folgendem Video zusammengefasst.